Militärmusik Salzburg hat eine lange Tradition. Gegründet wurde sie im Jahr 1957. Seit dem Jahr 2011 ist sie in der Schwarzenberg-Kaserne in Walsitzenheim stationiert. Bei den rund 170 Einsätzen pro Jahr werden hauptsächlich militärische Veranstaltungen untermalt. Aber es werden auch Konzerte für die Öffentlichkeit gespielt. Verantwortlich für das Orchester ist seit 2 Jahren Militärkapellmeister Oberleutnant Johann Scherntanner. Unser Highlight ist natürlich immer das Galakonzert im großen Festspielhaus. Heuer am 19. April um 19 Uhr findet es statt und ist natürlich der größte Auftritt von uns und auch der wichtigste auch für die Jungen bei uns, die was das zum ersten Mal sehen natürlich. Eine, die im April zum ersten Mal beim Galakonzert dabei ist, ist Lena Moser. Die 20-Jährige ist im September 2023 eingerückt und seitdem Rekrutin bei der Militärmusik. Ihr Schlagzeuglehrer hat ihr die Ausbildung beim Bundesheer empfohlen. Sie ist eine von 8 Damen im Orchester. Die Ausbildung trägt bereits Früchte. Ich würde sagen, das, was man vorher schon Kind hat, das wird da einfach perfektioniert, würde ich sagen. Also da wird wirklich genau geschaut und dass man das auch sauber macht. Und das ist auch das, was mich so fasziniert. Und man hat Zeit im Selbststudium, dass man seine eigenen Techniken verbessern kann und das finde ich einfach nirgends anders. Im Gebäude der Militärmusik gibt es unterschiedliche moderne Räumlichkeiten zum Proben. Da wäre der Probensaal für das gesamte Orchester, die Registerräume für einzelne Gruppierungen von verwandten Instrumenten mit ähnlicher Klangfarbe und Kojen für das Selbststudium. Von der Ausbildung profitiert nicht nur die Militärmusik, sondern das gesamte Blasmusikwesen im Bundesland. Rund 3000 MusikerInnen sind seit 1956 durch diese Ausbildung gegangen. Es ist natürlich ein extrem wichtiger Faktor für uns, diese Ausbildung zu leisten. Sehr oft werden sie dann Registerführer, also quasi, dass sie eigene Register anführen oder auch Kapellmeister. Es sind einige Kapellmeister geworden, die natürlich den Geschmack daran gefunden haben, dass das eine tolle Angelegenheit ist. Oder auch Stabführer oder auch in anderen Funktionen, die wichtig sind dann. Rund 13 Monate sind die RekrutInnen bei der Militärmusik. Die größte Herausforderung ist der fließende Übergang abgerüsteter MusikerInnen und neu eingerückter. Aus diesem Grund besteht das Orchester aus gut 1/3 Kaderpersonal und 2/3 RekrutInnen. Gesamt 45 Personen. Also wir wissen, welche Leute wir im Herbst, also mit welchen Leuten wir im Herbst arbeiten können. Und wir beüben sie auch musikalisch neben der Basisausbildung des Bundesheers. Es wird sofort musikalisch gearbeitet, damit dann der Wechsel einen Laien nicht auffällt. Technisch ausgefeilt werden die Stücke dann im Selbststudium. Jeder Musiker hat seine auf das Instrument abgestimmte Koje. Martin Hagen kommt aus Sitzenheim und spielt dort auch bei der Trachtenmusikkapelle. Seit seiner Einrückung zur Militärmusik hat er sich musikalisch enorm weiterentwickelt. Generell die ersten paar Monate, da ist einmal voll der Schub, weil man generell so viel zum Üben kommt, was man davor eigentlich keine Zeit dafür gehabt hat, wegen Schule oder Arbeiten. Sachen, die was ich noch nie gesehen habe, gehen oft einfach gleich von Anfang an gut und man traut sich mehr, man spielt lauter und intensiver. Die Militärmusik Salzburg, eine Einheit, die man sowohl beim Bundesheer als auch bei Konzerten außerhalb nicht missen möchte.